Es hat sich in den letzten Wochen ja schon angekündigt. Allzu lange wird es nicht mehr dauern, dann bekommt ANA aus Japan ihren ersten Airbus A380. Damit ist die japanische Fluggesellschaft wohl erst einmal einer der letzten neuen A380-Kunden und damit auch eine der letzten Fluggesellschaften, die uns jetzt eine neue Bemalung auf dem Flieger präsentieren wird, die wir so noch nicht gesehen haben. Bei ANA ist das eine ziemlich besondere Sache, denn das ist eine spezielle Lackierung. Und heute Morgen ist der erste für ANA bestimmte A380 in Hamburg aus den Werkshallen bzw. aus den Lackierhallen gerollt. Jetzt konnte man sich den Flieger also endlich mal in echt mit entsprechender Bemalung und nicht nur als Computeranimation angucken. Und aus diesem Grund gibt es jetzt nochmal die wichtigsten Infos zum ANA A380 und wir schauen uns den Flieger mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und das sind doch alles schon sehr, sehr schöne Bilder, die man sich da jetzt anschauen kann. Und es passt ja auch irgendwie gerade ganz gut, weil wir haben ja gerade eben erst vor ein paar Tagen über den ersten Lufthansa A380 in der neuen Lufthansa-Lackierung gesprochen. Und wir haben uns auch über spezielle Sonderbemalungen unterhalten und zu denen zählt dieser erste für ANA bestimmte A380 auf jeden Fall. Wie die japanische Fluggesellschaft ihre drei bestellten Flieger lackieren wird, das ist ja mittlerweile schon wieder seit einigen Monaten bekannt. Der erste Flieger bekommt die blaue Schildkrötenbemalung, der zweite Flieger bekommt eine Variante in so einem türkis, leicht grünlichen Farbton und der dritte bekommt dann eine Sonderbemalung in Orange. Und heute Morgen wurde in Hamburg der sogenannte Rollout des ersten für ANA bestimmten A380 gefeiert. Dort konnte man jetzt also die blaue Variante der Lackierung bestaunen. Und heute Morgen bei dieser Veranstaltung wurden selbstverständlich erstmal ziemlich viele coole Fotos gemacht und es waren nicht nur Verantwortliche der Fluggesellschaft vor Ort, sondern auch Verantwortliche von Airbus, die dort für die Lackierung eines solchen Flugzeuges verantwortlich sind, die haben ein paar mehr Details zu dieser Lackierung preisgegeben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten ja gerade erst über das Neulackieren eines Airbus A380 gesprochen. Da haben wir davon geredet, dass das je nach Aufwand so zwischen 10 und 14 Tagen dauern kann. Hier beim ersten für ANA bestimmten A380 waren es ganze 21 Tage, die die knapp 120 Lackierer benötigten, um gut 3300 Liter Farbe auf der Maschine aufzutragen. 16 verschiedene Farbtöne benötigten man wohl für die Darstellung der eigentlichen Schildkröte und ob diese ganzen unterschiedlichen Blautöne, die dort verwendet wurden, auch alle so durchs Labor gehen mussten, wie das bei der Lufthansa mit der Farbe blau ist, man weiß es nicht. Aber für das Muster und die Tiere, um das alles auf dem Flieger aufzutragen, benötigte man laut Airbus-Angaben 930 Schablonen. Was eine ziemlich unfassbare Anzahl ist, wenn man bedenkt, dass man bei einer in Anführungszeichen ganz normalen Lackierung auf dem A380 wohl nur maximal gut 150 Schablonen braucht. Dass ANA ihre drei bestellten Airbus A380 jetzt wirklich so mit diesen entsprechenden Sonderbemalungen in die Luft bringen wird, ist dabei in vielerlei Hinsicht wirklich lobenswert. Denn erstmal unterscheiden sich die Flugzeuge ganz klar von anderen Maschinen am Himmel und sind wirklich etwas Besonderes. Gleichzeitig möchte ANA aber auch auf die entsprechende Schildkröte selbst, die auf dem A380 platziert ist, hinweisen, denn die ist auf Hawaii ein sehr geschätztes Tier, gleichzeitig aber schon seit Jahren bedroht. Und da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, wie eine entsprechende Lackierung auf einem Airbus A380, der mehrere Tonnen Kerosin pro Stunde rausballert, inwiefern das dann wirklich hilfreich ist für eine Schildkröte. Aber die Geste, die hat ja trotzdem was. Und hier in Deutschland werden wir diesen Airbus A380 wohl dann lange Zeit erstmal nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn der Flieger wird, wenn er dann ausgeliefert wird, das wird wahrscheinlich im März 2019 der Fall sein, wird genauso wie die zwei A380, die dann noch folgen werden, am Flughafen Tokio Narita stationiert. Von dort aus wird dieser Flugzeugtyp bei der japanischen Fluggesellschaft nur eine einzige Flugroute bedienen. Und zwar setzt ANA alle drei Airbus A380 von Tokio aus auf der Strecke nach Hawaii ein. Und aus dem Grund bekommen die Flieger dann ja auch die entsprechende Sonderbemalung, die übrigens nicht bei allen drei Flugzeugen gleich ist, beziehungsweise sich nicht nur in der Farbe unterscheidet, sondern auch die Schildkröten an sich sind auf jedem Flieger etwas anders dargestellt. Aber gut, 520 Sitzplätze wird der ANA A380 jetzt übrigens noch bekommen. Damit ist ANA eine der Fluggesellschaften, die am meisten Sitzplätze in einem A380 unterbringen. Nur Emirates fliegt in einer speziellen Version des A380 mit über 600 Sitzen. Trotzdem bietet der ANA A380 dann vier verschiedene Klassen. 8 First Class Sitze gibt es in dem Flieger, 56 Business Class Sitze, 73 Sitze in der Premium Economy Class und dann die übrig gebliebenen 383 Sitze, die gibt es dann in der ganz normalen Economy Class. Tja, ein sehr schönes Flugzeug, wie ich finde. Schade, dass es davon nur drei Stück geben wird, aber die bleiben dann hoffentlich sehr lange und sehr erfolgreich in der Luft.
Und damit soll es das dann für heute auch schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute gibt es ausnahmsweise mal wieder nur ein kurzes Video, denn heute Nachmittag kann ich hoffentlich noch ein bisschen selber fliegen. Mittlerweile ist das Wetter ja auch wieder deutlich besser, deswegen sollte das alles ohne größere Probleme funktionieren. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf eure Kommentare, auf eure Meinung zu diesem besonderen Airbus A380. Ich denke mal, die meisten von euch finden den auch sehr schön bzw. sehr gut gelungen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.